Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich mir meine Haare abschneiden lassen. Ich habe ja in der Vergangenheit schon einige Videos darüber gedreht, wie ich mir selber die Haare schneide. Da geht es aber hauptsächlich darum, Spitz zu entfernen oder einfach nur die Spitzen zu schneiden. Ungefähr zweimal im Jahr gehe ich aber zu meinem Friseur des Vertrauens. Und es war Zeit für ein bisschen Veränderung. Ich wollte, dass meine Haare ein bisschen schöner fallen und auch unten wieder dichter sind oder dichter wirken, wie auch immer. Sie waren unten schon so ein bisschen fisselig und es gibt ja Leute, die um jeden Zentimeter kämpfen. Ich nicht, ich weiß, wenn man schöne Haare haben will, muss man auch hier und da mal was abschneiden. Und mit meiner neuen Frisur, die ja, außer dass sie kürzer ist, nicht groß anders ist, ergibt sich meine neue Haarroutine. Und zwar muss es morgens schnell gehen, wie wahrscheinlich bei jedem von euch. Man versucht 10 Minuten länger zu schlafen und trotzdem morgens so auszusehen, als wäre man nicht gerade aus dem Bett gefallen. Und deswegen, wenn ihr wissen wollt, wie meine neue Haarroutine ist, dann bleibt einfach dran. Was ich dafür benutze, ist ein Lockenstab ohne so eine Klemme. Diese Klemmen finde ich total blöd, weil die immer so Knicke in die Haare machen. Deswegen, das sind glaube ich 3,5 mm und ich habe den schon vorgeheizt, damit es gleich schneller geht. Nach dem Waschen habe ich einfach meine Haare geföhnt und habe vorher einen Hitzeschutz reingemacht. Also ich habe keinen Schaum oder irgendwas drin, weil ich möchte nicht, dass es so richtige Korkenzieherlocken gibt, sondern ich mag, wenn es so ein bisschen so lockere Wellenvolumen gibt. Und deswegen ist nur Shampoo, Spülung und Hitzeschutz an meine Haare gekommen. Und jetzt zeige ich euch, wie mein Hairstyle geht. Ich habe meine Scheitel ungefähr mittig. Ich kann das immer nicht so gut in der Mitte einschätzen, aber ich finde, so ein Mittelscheitel passt ganz gut zu dieser Haarlänge. Und dann teile ich die Haare auch hinten in der Mitte und mache ungefähr zu gleichen Teilen so nach vorne. Dafür teile ich zunächst einmal eine vordere Strähne ab. Und zwar darf die vordere Strähne etwas dünner sein, weil die das Gesicht einrahmen. Deswegen ist es besonders wichtig. Dann nehme ich meinen Lockenstab und ich fange ungefähr in der Mitte der Haarsträhne an und drehe nach außen. Dabei belasse ich es wirklich nur, dass ich zweimal das Haar rumdrehe und lasse ein ganz schönes Stück außen frei. Und ich ziehe so ein bisschen die Haarsträhne hoch und runter. Dann fühle ich zwischendurch, ob die Haare heiß sind und dann lasse ich die Strähne in meine Hand fallen und so kann die ein bisschen auskühlen. Dadurch hängen sich die Strähnen nicht ganz so schnell aus. So, bei dem Rest der Haare gucke ich ein bisschen, das kommt je nach Haardicke, das kommt darauf an, wie dick eure Haare sind. Hier würde ich, wenn es ganz schnell gehen muss, 2 Passés noch machen, aber da ich heute ein Video mache und ich bisschen mehr Zeit habe, als wenn ich mich morgens fertig mache, nehme ich 3 Passés und ich mache es wirklich genauso wie gerade eben. Ich wickle es wirklich nur zweimal drum, lasse ein ganz schönes Stück unten frei. Wenn die Strähne heiß genug ist, wieder in die Hand fallen lassen, auskühlen lassen. Und fallen lassen. So, letzte Strähne. Dann haben wir die eine Seite geschafft. So, die eine Seite ist soweit fertig. Dann nehme ich von Nivea das Volumen Kraft und Pflege Haarspray und sprühe das echt nur in die Längen. Aufpassen, dass es nicht so Fliegehaare gibt, die oben abstehen. Und jetzt mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Und es ist wieder wichtig, dass ihr nach außen dreht. Erste Strähne, zweimal drum wickeln und halten. Und auch hier mache ich ungefähr 3 Passés.
So, und die andere Seite auch mit Haarspray fixieren. So, das ist das Wichtigste. Manchmal lockere ich die Haare noch so ein bisschen auf. So, das ist der Hairstyle, den ich am häufigsten morgens mache. Das dauert bei mir ungefähr morgens 10 Minuten, bis ich das hier fertig habe. Es sieht so aus, als hätte ich unglaublich viel Arbeit in meine Haare gesteckt, obwohl es wirklich super schnell geht. Und was das Beste an dem Hairstyle ist, dass ich, wenn ich mir die Haare nur jeden zweiten oder dritten Tag wasche, die Haare wirklich auch 2 Tage so aussehen. Das heißt, 10 Minuten Aufwand und man sieht wirklich mindestens 2 Tage wirklich so aus, als hätte man sich total viel Mühe gegeben. Mich würde interessieren, was ihr von meiner neuen Frisur haltet. Ich weiß, die Frage ist so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch sein kann, dass man irgendwie negatives Feedback bekommt und man sich die Haare nicht wieder dran kleben kann. Allerdings würde es mich total interessieren. Ich finde es pflegeleichter als das längere und es geht natürlich schneller zu stylen. Das war meine neue Haarroutine. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es so war. Ich habe überlegt, in Zukunft mal ein bisschen ein persönlicheres Video zu drehen und vielleicht mal so ein Frage- und Antwort-Video. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare und auch gleichzeitig, was für Fragen ihr an mich habt. So, das war's mit meinem Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir auch folgen auf Facebook, Instagram und Snapchat. Ich schreibe meinen Namen unten rein. Abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.